Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Mario Kart Wii Hackpack. Heute sehen wir uns den goldenen Kugelwilli Cup an mit den Strecken Nightmare, Daydream, Heaven and Hell und Divine Temple. Gucken wir mal, was da so auf uns wartet. Wir fahren heute mit Luigi. Nachdem in der ersten Folge sein Bruder den Vortritt hatte, ist die ewige Nummer 2 heute also mal wieder dran und Nightmare sieht nach einer sehr interessanten Strecke aus. Erinnert vom Aufbau natürlich stark an eine der Regenbogenstrecken aus den Original Mario Karts. Gucken wir mal. Zwei Runden gibt es hier auch nur zu fahren. Das Lied kenne ich doch irgendwo her. Woher kenne ich das Lied? Ich weiß es gerade. Wow, okay, ich weiß, warum die Strecke Nightmare heißt. Das ist ja fies. Das ist ja mega fies. Da wurden die Itemboxen, glaube ich, nur platziert, um einen die Sicht zu nehmen. Hier muss man auch links, oder? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ah, deshalb heißt die... Autsch. Deshalb heißt die Strecke also Nightmare. Ich verstehe. So, und ich glaube, da vorne braucht man sehr viel Speed. Deshalb auch diese ganzen Beschleunigungsstrecken hier. So, und dann rechts. Von der Karte her würde ich sagen rechts. Also bei dieser Strecke muss man sich sehr an die Karte halten. Um überhaupt eine Chance zu haben, das hier zu schaffen. Ich fahre jetzt mal geradeaus. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Sieht mir eigentlich wie ein Umweg aus, ehrlich gesagt. Ja, das war ja sehr fair. Der Powerblock wurde jetzt, glaube ich, auch nicht mehr gewertet. Ich wollte ihn gerade einsetzen. Okay, also eine fiese Strecke auf jeden Fall. So viel kann man, denke ich mal, schon sagen. Ja, was ist das denn? Wie soll man das denn schaffen? Natürlich muss ich es jetzt schaffen, das ist ja ganz klar. What the hell? Okay, das weiß ich nicht, ob ich das jemals schaffen werde in meinem Leben. Das weiß ich echt nicht. Was zur Hölle? Aber coole Strecke bis jetzt, muss man ganz ehrlich sagen. Au. Das ist ja der Wahnsinn. Da, 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 da. Wundert, dass ich Dritter bin. Ich meine, die KI kommt hier scheinbar ganz gut durch. Oh, Diddy Kong, was? Wo ist denn der? Was? Oh Mann. Okay, alles klar. Der kommt schon mal sehr, sehr gut durch, wie es hier aussieht. Ich übe noch ein bisschen. Sagen wir mal, wie es ist. Ja, okay, das war gut. Jetzt sieht man, wenn man da fliegt, dann sieht man auch, dass man da links muss. Warte mal. Jetzt wollte ich auf die Map gucken. Das war natürlich keine gute Idee. Ich wollte mal... Ja, tschüss. Weißt du, nie schaffe ich diesen Powerstart, wenn man runtergesetzt wird. Außer natürlich, ich will ihn nicht schaffen. Ich wollte mal gucken, wo man hier lang kommt. Gar nicht, ne? Das ist ja fies. Dann bin ich in der ersten Runde schon instinktiv richtig gefahren. Das ist ja mega fies. So, wo kommt man hier lang, wenn man hier rechts fährt? Bin ich ja mal gespannt. Das sieht ehrlich gesagt aus wie eine Falle, wo ich gerade unterwegs bin. Ist es das? Ja, Tatsache. Da ist sogar noch ein Beschleunigungsstreifen am Ende. Und trotzdem ist es eine Falle. Oh Gott, also das ist auf jeden Fall der beschissene Weg, den ich gewählt habe jetzt. Komm, wir schleichen jetzt hier mal durch. Alles andere funktioniert einfach nicht. So, hier darf man auch nicht rechts fahren. Hier darf man nicht nur rechts fahren, hier muss man sogar rechts fahren. Und da ist natürlich ein Loch in der Mitte. Sieht man auch auf der Karte nicht die ganze Zeit, ne? Uiuiui. Wow, das sieht teilweise gar nicht gewollt aus. Wo muss ich jetzt sagen? Hier lang. So. Naja, schade. Wir hätten das Rennen vielleicht noch gewinnen können, aber stattdessen haben wir das einzige Richtige getan und haben uns die Strecke angeguckt. Dafür ist das Let's Play ja auch wohl da. Also passt das. So, jetzt versuchen wir mal die weit außen gelegene Strecke. Ja, das ist auf jeden Fall machbar. Aber diese Innenbahn, die ist ja wirklich geisteskrank, ne?
Das muss man ja mal echt sagen. Also das ist krass. Ja, und hier, das ist natürlich gar kein Problem für mich, ne? Da fahre ich einfach mal ganz schnell durch. Hahaha. Oder so. Und damit werden wir am Ende Siebter, ne? Ziellinie gibt es leider auch keine. Aber gut, das ist auf jeden Fall verkraftbar. Alles klar. Daydream ist die nächste Strecke. Ich habe sie noch im Kopf. Die Vorschau wurde gerade einfach abgebrochen. Ich habe nichts gedrückt. Ich schwöre. Ich schwöre, Bruder. So, guck mal, was das hier für eine Strecke ist. Fängt schon mal interessant an. Scheint. Das ist Custom-Musik. Bin mir gerade nicht sicher. Ja, und da gab es wieder einen Verarschmoment. Was heißt Verarschmoment? Da war ein Pfeil, ich weiß. Aber ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass das hier so abläuft. Naja, gut. Das ist halt, wenn man die Strecken nicht kennt, ne? Also, wenn man in Custom Tracks richtig gut sein will, dann muss man halt die Strecken auswendig kennen. Wie in jedem Mario Kart. Wenn du die Strecken nicht kennst, ja, dann weißt du natürlich auch nicht, wie du die Kurven nehmen musst. Und du weißt im Zweifel nicht mehr, wo du langfahren musst. Und dementsprechend schwierig wird es dann halt auch. So. Aber an sich gefällt mir die Strecke gut. Ich finde es auch gut, dass sich der Track-Ersteller die Mühe gemacht hat, eine Wand unter die Straße zu bauen. Weil das war das Problem bei den früheren Strecken in Mario Kart Wii Custom Track Grand Prix Revolution. Dort gab es viele Strecken, die einfach nur die Oberfläche waren. Also die halt einfach nur diese Regenbogenstraße waren. Und die dann keinen soliden Untergrund hatten. Das hat halt einfach zur Folge, dass du teilweise gar nicht gesehen hast, wo führt die Strecke jetzt weiter, gibt es irgendwo eine Kurve und so weiter. Und dadurch, dass eben diese Unterböden da sind, jetzt habe ich vergessen zu schütteln, dadurch, dass eben diese Unterböden da sind, kann man das besser abschätzen, wo die Strecke lang verläuft. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Ich hoffe, ihr versteht, was ich beschreiben möchte. Ich rede von diesen grauen Wänden, die sich unterhalb der Strecke befinden. Das ist sehr, sehr praktisch. Ich weiß nicht, ob man das als Zuschauer so nachvollziehen kann. Aber als Spieler ist es auf jeden Fall eine richtige Wohltat. Weil da gab es leider einige Strecken, wo man halt einfach nicht wusste, okay, kommt jetzt eine Rechtskurve, wo geht's lang? Ja. Von daher, Daumen hoch dafür. Auf jeden Fall von mir. Soll jetzt keine versteckte Botschaft sein, dass ihr hier den Daumen nach oben drücken müsst bei meinem Video. Müssen natürlich nicht. Ihr dürft natürlich gerne, das ist ja klar. Aber wir wollen ja jetzt mal nicht hier so eklig einen auf informativ tun. Oh, ihr könnt meinen Kanal kostenlos abonnieren. Es ist ja voll was Besonderes, dass man kostenlos Kanäle auf YouTube abonnieren kann. Schade, ich wollte jetzt eigentlich mal diese Rampe nehmen, aber ich war zu doof. Ja, doof, ne? Doof gelaufen. So, lustigerweise kommt die KI mit dieser Strecke hier irgendwie gar nicht klar. Ich weiß auch nicht, woran sowas immer liegt. Auf der letzten Strecke war die KI ordentlich, also richtig ernstzunehmend. Und die letzte war dann doch einiges komplizierter als die hier. Aber was heißt das schon? Was heißt schon kompliziert? Für einen Menschen kompliziert, aber vielleicht ist es für die KI halt was anderes kompliziert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir die Strecke gedannt. Und es hat Spaß gemacht. Heaven and Hell ist die nächste Strecke, Strecke Nummer 3. Und zumindest dieser Boden kommt mir bekannt vor, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir die Strecke schon mal gesehen haben. Wir werden sehen. Also es klingelt zumindest nichts in meinem Kopf gerade. Falls ihr irgendwelche Themenvorschläge und Fragen für dieses Let's Play habt, weil, wie gesagt, es sind 244 Strecken, die in diesem Hack beinhaltet sind,
Und die werden wir uns natürlich alle angucken. Oh, okay. Das war jetzt sehr interessant. das war jetzt wirklich interessant. Also wie gesagt, es sind einige... Das war jetzt mega dumm. Es sind einige Strecken, die hier beinhaltet sind in diesem Hack. Also werden wir sehr, sehr viel Zeit haben, sehr, sehr viele Folgen haben, um Fragen und anderen Krams zu beantworten und uns über irgendwelche Themen Gedanken zu machen, etc., etc. Also wenn ihr irgendwas habt, worüber ich reden soll, schreibt es in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich bin ja sehr community-nah, was das angeht und bringe sowas auch immer wieder gerne ein. Also... Habt keine Scheu, einfach in die Kommentare damit oder schreibt mir sonst wo auf Twitter, auf Fatzebook, wobei ich in Facebook selten reingucke. Aber möglich ist auch das. Nur als Information. Und dann werden wir diese Fragen hier im Let's Play beantworten, hoffentlich. Zumindest mal besprechen. Ob ich natürlich auf alles eine Antwort habe, das weiß ich nicht. Es kommt auf die Fragen drauf an. Aber ich stelle mich ihnen zumindest. Das ist ja wohl klar. So, und wir sind auch schon in der letzten Runde. Mir gefällt die Strecke gut und ich habe gerade erst gemerkt, dass da Luigi-Flaggen am Start sind. Hoppala. Die erste Kurve ist ein bisschen komisch. Dass da Luigi-Flaggen am Start sind. Und da hinten fährt auch ein Luigi-Luftballon. Nicht Luftballon, sondern wie nennt man die Dinger nochmal? Zeppelin. Genau, dankeschön. Ja, und danke für nichts. Lieber blauer Panzer, der gar nicht lieb ist. Das heißt, ist das hier irgendwie ein Heimspiel für uns? Aber es, die Strecke heißt halt nichts mit Luigi. Hat eigentlich auch nicht wirklich was mit Luigi zu tun, ne? Außer halt diese Accessoires. Ist klar, ein zweiter blauer. Jawohl. Na, noch was? Oder? Ja, genau, Toad. Ja, genau. Ist doch alles kein Problem, Jungs. Machen wir so. Und dann werde ich halt nur Zweiter am Ende. Ich habe Mario Kart Wii sehr vermisst. Final Ways, der Divine Temple ist jetzt am Start. Divine Temple? Was soll mir Divine Temple eigentlich sagen? Hat das irgendwas mit Zelda zu tun? Divine Temple. Ach, ich bin doch kacke. Ich wollte es jetzt nebenbei googeln, aber hab's natürlich nicht hinbekommen. Ja, muss ich mal gucken. Weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht. Aber gab es bei Zelda nicht auch die Divine Temples oder die Divine Beasts? Ach, ich bin mir nicht ganz sicher. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. So, ich glaube, das war richtig, oder? Ja, sieht gut aus. Okay, und damit sind wir Erster. Sehr schön, da gehören wir hin. Wo muss ich denn lang? Wie gesagt, man muss die Strecken erstmal kennenlernen. Ne? Ist ja ganz klar. Und das war wohl eine 180-Grad-Kurve, wie ich natürlich nicht wusste. Ah, und jetzt fahren wir hier unten durch. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sinnvoll der Blooper bei NPCs ist, ehrlich gesagt. Ob die sich davon überhaupt beeindrucken lassen. Ich bin mir ja nicht so sicher. Ja, ich sehe null. Dankeschön. Und hier müssen wir nach links, alles klar. Das ist sehr, sehr interessant hier. Das sieht mir sehr nach einer Abkürzung aus, wenn man hier gerade ausfällt. Ja, ist es auch. Das ist es wohl auch. So, hier muss man außen bleiben. Das ist okay. Die Steine erwischen uns nicht. Ah, jetzt habe ich den Pilz verballert. Was mache ich denn? Hätte ich mir aufheben können. Wobei die Strecke auch nur zwei Runden beinhaltet, ne? Heißt also, sie ist sehr, sehr lang. Denn sonst hätte sie nicht nur zwei Runden. Und wieso waren da Goombas mit einem Schnurrbart? Was soll mir das sagen? Sind sie etwa gekapert worden? Oder was möchte mir der Track-Ersteller hiermit verraten? Ich weiß es nicht. So. Okay, es roch jetzt irgendwie nach Rechtskurve.
ohne es zu wissen, fuhr ich rechts und es war richtig. So, und das ist dann wieder der Startbereich. Alles klar. Letzte Runde, klar. Gibt ja nur zwei. Okay. Das ist halt auch ziemlich fies, aber irgendwie kriegt man die Kurve dann doch jedes Mal, ne? Das ist ganz interessant gemacht. Ja, interessante Strecke, ne? Bisschen langatmig vielleicht, aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Divine Temple, das müsste eine Anspielung auf Zelda sein, oder? Oh, das war jetzt risikoreich. Einfach unterm Stein durchgebreddert. Da seufzt jemand. Irgendwen haben wir gerade überrundet, wie es aussieht. Und die Kurve habe ich leider nicht perfekt bekommen. Schade. So. Naja, aber auch das... Okay. Auch das wieder eine coole Strecke, gefällt mir gut vom Design, von der Streckenführung her auch. Ja, ist jetzt nicht so geil, finde ich, wie die ersten dieses Cups. Aber auch die hat ihren eigenen Charakter, ihre Eigenheiten, was die Strecke an sich angeht, ihr eigenes Setting. Kann man, denke ich mal, nur auf hohem Niveau meckern. Nur auf hohem Niveau meckern. Wenn überhaupt. Von daher möchte ich auch einfach gar nicht meckern an der Stelle. Sondern einfach sagen, cooler Track. Macht Spaß. Und ja, mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen. Würde ich mal behaupten. Danke für diesen Blitz jetzt noch. Gegen Ende. Das ist auf jeden Fall sehr schön, dass wir den noch erleben durften. Ja, das ist, wie gesagt, einfach toll. Aua. So. Ja, natürlich fahre ich in meine eigene Banane. Ist es wahr. So, und das war's auch schon mit dieser Strecke. Und jetzt google ich nochmal Divine Beast. Ich meine, oder Divine Temple. Vielmehr. Divine Temple. Schauen wir mal. Divine Temple. Yu-Gi-Oh! Aber dann würde es wahrscheinlich in der Strecke stehen, oder? Wenn das ein Divine Tempel wäre. Also von Yu-Gi-Oh! Ein göttlicher Tempel. Ah, haha. Ja, Google hilft manchmal. Na gut, Freunde. Das war's von der heutigen Strecke, von dem heutigen Cup. Wir sehen uns jetzt noch die Siegerehrung an und in der Zeit kriegt ihr wieder tolle Einblendungen von irgendwelchen Playlists, die euch vielleicht interessieren könnten. Danke fürs Zuschauen wieder mal und bis zum nächsten Mal hier bei Mario Kart Wii Hackpack.